Dann Joanna Bodak aus Polen. Sie war gemeinsam übrigens mit Ada Liberio 12. der letzten Weltmeisterschaften. Wenn Sie so wollen, haben wir hier in Stuttgart nach der Absage von Alexandra Timoschenko mit Skaldina Kostina und Bajcheva aus Bulgarien die Nummer 2 bis 4 der Welt und dazu die erweiterte Weltklasse, zu der eben auch Joanna Bodak zählt, auch wenn sie hier einen doch etwas auffälligen Fehler mit dem Band gemacht hat. Wie viel Abzug, Karin? Das gibt jetzt 3/10. Das ganze Band ist gelegen, sie musste hinlaufen, das Band erst aufnehmen, die Übung total unterbrechen, wird streng bestraft. Ja. Im Gegensatz zum Reifen sind beim Band die gerätespezifischen Körperelemente die Drehungen. Sie muss also 3 verschiedene Drehungen bieten. Eine doppelte hatte sie schon und hier war sogar mindestens 2,5-fache Attitüddrehung. Die Höchstwertung, liebe Zuschauer, vielleicht für Sie, die sich nicht so sehr mit dieser Sportart bisher befasst haben, ist wie in Kunst und Sehen und hier macht sie noch einen Fehler. Das zeigt die Nerven, das macht sie im Training bestimmt nicht. Die geforderte Sprunghöchstschwierigkeit und dann Schluss.